Bei 24:53 habe ich das Video abgebrochen, den Sound abgebrochen. Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Werner Watches YouTube Video. Es ist gleichzeitig auch das erste Video, was ich 2024 aufnehme und ganz passend, es geht um den ersten Drop in 2024, der am 13. Januar stattfinden wird. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video. Und wie sollte es anders sein, habe ich euch wieder eine total große und meiner Meinung nach natürlich auch tolle Auswahl an in erster Linie Cartier-Uhren kuratieren dürfen. Es sind auch einige andere Uhren dabei und innerhalb dieser Auswahl an Cartier-Uhren sind wirklich Uhren dabei, die ich euch so teilweise noch nie hier zeigen durfte. Ganz, ganz seltene Modelle, ganz, ganz besondere Modelle, Modelle, die über den Zustand brillieren. Also es ist wirklich ein buntes Gemisch an ganz, ganz besonderen, vor allem eben Cartier-Uhren. Und ich möchte euch nicht länger warten lassen und direkt mit einem absoluten Highlight anfangen. Es geht um eine Uhr, die ich noch nie hatte, die wir hier auf YouTube noch nie hatten. Und ich glaube, diese Uhr hat man auf YouTube generell eigentlich noch nie sehen dürfen. Und zwar geht es um eine Uhr aus der Louis Cartier Kollektion, eine Sammlung aus dem Cartier Katalog der 70er Jahre, die bekannt ist für ihre speziellen Formen und für ihr wirklich die Tatsache, dass sich Cartier da mal richtig ausgelebt hat. Und zwar reden wir von einer Cartier Fabergé, auch genannt Square Incurvé, eine ja, Tonneau-shaped Cartier-Uhr in Gelb-Gold natürlich. Wunderschönes, ganz klassisches Modell, was aber durch die Gehäuseform nochmal so eine Extravaganz bekommt, die man ganz, ganz selten von diesen eher klassischen Uhren kennt. Diese Extravaganz lassen sogar andere Uhren aus der Louis Cartier-Kollektion vermissen und ich finde, dass die Fabergé hier wirklich ein tolles Beispiel einer Uhr aus dieser Kollektion ist, wo sich Cartier was gewagt hat, wo Cartier den klassischen Weg gegangen ist, aber mit Twists, mit eben Extravaganz. Was macht diese Uhr noch ein ganzes Stück besser? Sie ist natürlich unpoliert, natürlich in Top-Zustand, hat natürlich ein Paris-Style und eine echte Pre-88 Faltschließe. Die Dinger findet man mittlerweile auch echt nicht mehr so leicht. Die Schließe allein kostet mittlerweile vierstellig und dass diese Uhr dann entsprechend noch mit dieser Schließe kommt, das macht sie natürlich noch um ein Vielfaches besser und mir gefällt die Uhr richtig, richtig gut. Ist auch von der Größe her absolut tragbar, also ein großes Modell möchte ich fast schon sagen, compared to other Cartier Models. Also wirklich eine ganz, ganz besondere Uhr und ich bin wahnsinnig stolz, sie euch anbieten zu können. Genau dieses Modell war auch vorerst nicht allzu langer Zeit bei Eric Wind, Wind Vintage, einer der größten Vintage-Uhrenhändler der Welt, im Portfolio, war mehr oder weniger sofort verkauft und ich bin stolz, dass ich mich da so ein bisschen in diese Riege mit dieser Uhr natürlich nur ja, einschalten darf. Bevor wir jetzt gleich zu einigen eher Volumenmodellen kommen, habe ich noch eine andere Uhr aus der Louis Cartier Kollektion für euch. Auch da das erste Mal, dass ich sie auf diesem Kanal anbieten darf. Und zwar eine Cartier Santos Dumont. Ihr kennt die Santos Dumont als Extraplattmodell. Ich hatte sogar ein eigenes Video über die CPCP, also Cartier Paris Collection Privé Variante, gemacht und sie natürlich auch im Drop-Video vorgestellt. Das hier hingegen ist aber die ETA-Variante. Sie wird auch scherzhaft Chubby Case oder Chunky Case genannt, weil sie natürlich anders als die extra platt Dumont durch das ETA-Werk ein bisschen höher ist, ein bisschen dicker auf dem Handgelenk sitzt. Es macht die Uhr aber nicht weniger schön. Und ganz im Gegenteil, jetzt bin ich natürlich die Dumont extra platt auch gewohnt. Mir gibt gerade die ETA-Variante echt sehr, sehr viel. Sie lässt nicht an Qualität vermissen. Also ganz, ganz im Gegenteil. Nur weil da jetzt kein ETA-Werk drin ist, ist es keine schlechtere Uhr. Du hast auch das Paris-Style, du hast auch dein Vollgoldgehäuse und in dem Fall ganz schön noch ein New Old Stock Cartier-Band mit Dornschließe, was ich für diese Uhr finden konnte. Also wie gesagt, ganz besondere Uhr, trägt sich ein bisschen kleiner als die Dumont, aber höher. Daher kommt auch dieser Begriff Chubby Case, aber wirklich eine tolle Uhr, die ganz, ganz viel Spaß macht, in dem Fall auch in sehr, sehr gutem Zustand. Und ja, ich fühle mich geehrt, euch direkt eine zweite Uhr aus der Louis Cartier-Kollektion anbieten zu können. Ich möchte jetzt aber zu Beginn noch nicht mein ganzes Pulver verschießen, deswegen gehen wir jetzt erstmal zu den Master Cartier Tanks.
Hier vorne haben wir das klassischste aller Mastercartier-Tank-Modelle, das Modell mit dem Cream Dial. Ihr kennt es alle aus den vorangegangenen Drops, das klassische Roman Dial mit dem, ja, mit der Cream Color, also so ein bisschen Off-White, Beige-Farben. Wunderschön. Es ist wahrscheinlich wirklich die klassischste aller Mastercartier-Tanks. Wahrscheinlich auch die am meisten produzierte, weiß ich nicht, werfe ich jetzt mal so in den Raum. Aber das macht sie natürlich auch. Also ein Klassiker ist ja immer aus dem Grund ein Klassiker. Und das ist hier der Fall. Natürlich kommt die Uhr im Fullset und auch hier mit einem fast ungetragenen originalen Cartier-Band und Dornschließer. Zu meiner Rechten hier haben wir noch zwei weitere Mastercartier-Tank-Modelle, auch beide im Fullset, beide mit original Cartier-Band und original Dornschließer. Einmal hier das Modell mit dem Tricolore oder auch Trinity Dial, das heißt, wir haben ein weißes Roman Dial eigentlich, wo dann in der Mitte diese Tricolore oder diese Trinity-Farben, also Weißgold, Roségold und Gelbgold zu sehen sind. Ein eher abgefahreneres Modell aus der Mastercartier-Tank-Kollektion. Da hat sich Cartier was gewagt, natürlich im Geiste der Trinity-Kollektion von Cartier, die ja ganz, ganz viele von euch sicherlich kennen. Finde ich spannend, ist so ein bisschen gut, um vielleicht schon eine klassische Uhr zu tragen mit der Mastercartier Tank, aber sich ein bisschen weiter aus dem Fenster zu lehnen als jetzt mit einem klassischen Roman Dial zum Beispiel. Daneben haben wir, die sieht man hier, das sogenannte Column Dial. Das bedeutet, wir haben auch hier eigentlich ein klassisches weißes Ziffernblatt oder cremefarbenes Ziffernblatt, aber eben mit Column-Säulen auf dem Ziffernblatt links und rechts, die dann jeweils auf der Seite die römischen Indizes abbilden. Das heißt, wir haben keine römischen Indizes, die quasi einmal rund ums Blatt gehen, sondern nur einmal links und einmal rechts die römischen Indizes, plus natürlich die 12 und 6 Uhr Position. Auch diese Uhr, wie gesagt, Wahnsinn, wie ich das dieses Mal finden konnte, alles. Auch hier Original Cartier Band, Original Cartier Dornschließe und Full Set in wirklich, wirklich schönem Zustand. Der Deckel ist sogar noch verklebt. Über zwei Mastercartier-Tanks müssen wir jetzt noch reden. Einmal hier vorne das Lapis-Lazuli-Modell, das bedeutet ein klassisches Modell mit dem Lapis-Dial. Es ist wichtig zu erwähnen, es ist kein Lapis-Stein, sondern es ist Lack auf dem Ziffernblatt, ähnlich wie beim Burgundy-Blatt, ähnlich wie beim Onyx-Blatt, der aber ab Werk aus so einen Funkeln hat. Da sind so kleine Partikel, die das Ziffernblatt wirklich zum Funkeln bringen. Und da kommt auch der Begriff Lapis her, weil die Uhr dann wirklich wie Lapis, also wie ein Lapis-Blatt wirkt. Zustand auch hier sehr, sehr gut. In dem Fall mit einem schönen dunkelblauen Eidechsenlederband. Das kann aber selbstverständlich immer gewechselt werden. Ich habe mich aber nicht lumpen lassen und euch noch eine weitere Mastercartier Tank kuratiert. Es ist wahrscheinlich wirklich die besonderste, nicht seltenste, aber die besonderste und aktuell beliebteste Mastercartier Tank. Von welcher reden wir? Wir reden von der Art Deco. Die Art Deco hat ihren Namen daher, dass das Ziffernblatt, ihr kennt es sicherlich von Instagram und Co., wo es ja wirklich sehr zelebriert wird, das Ziffernblatt hat diesen Art Deco Aufbau. Das bedeutet, man hat verschiedene ineinander verschachtelte Quadrate, beziehungsweise eher Rechtecke natürlich, die mit unterschiedlichen Farben dann ausgestattet sind. Man hat Lila, man hat Braun, man hat Cremetöne, man hat auch Silbertöne und da kommt eben der Name Art Deco her. Wir haben eine auf 1000 Stück limitierte Variante, die gab es nur so 1000 Mal und wir haben ein Modell in wirklich einem absoluten Top-Zustand. Ich kenne die Provenienz der Uhr. Sie wurde in Frankfurt gekauft, was natürlich für mich als Frankfurter nochmal so ein bisschen die Kirsche auf der Sahne ist. Sie wurde getragen, das schon, aber anhand der Tatsache, dass noch das Original Band dran ist, was wirklich wenig Verschleiß aufweist, sieht man schon, dass die Uhr wenig Wristtime in ihren, ich glaube, 25 Jahren ungefähr bekommen hat. Entsprechend sieht sie noch aus. Der Zustand ist famos und sie kommt natürlich auch im Fullset mit, wie gesagt, Stempel von der Goethestraße in Frankfurt. Diese Mastercartier Tank Art Deco ist also wirklich das absolute Highlight der Mastercartier Tank Kollektion, das es momentan so gibt. Es gibt andere tolle Modelle, das Discord Dial zum Beispiel, für das ich ja immer votiere, aber das ist die mit Abstand gesuchteste Mastercartier Tank auf dem Markt. Reflektiert sich natürlich auch im Preis, aber ich finde, diese hier wird, ob des Zustands, ob des Sets, ob der Provenienz natürlich, dem Preis absolut gerecht. Bevor ich euch jetzt die anderen Modelle, in erster Linie natürlich die Santos-Modelle, auf die ihr sicherlich alle wartet, vorstelle, noch ein kleiner Einschub. Und zwar geht es um das Pre-Drop-Thema. Das hatte ich schon im letzten Drop-Video mal angesprochen. Und zwar ist es so, dass ganz viele der Uhren, die ich verkaufe, gar nicht erst in den Drop kommen, weil noch vor dem Drop ein Kunde oder ein werdender Kunde
bei mir diese Uhr angefragt hat, weil es zum Beispiel einen Suchauftrag gab, weil ich eine Instagram-Story von der Uhr gemacht habe und der Kunde sich sofort darauf gestürzt hat, weil er dieses Modell sucht. Und in genau diesem Fall ist es wirklich immer gut, wenn ihr was sucht, euch bei mir meldet, denn dann kann ich noch vor dem Drop für euch Ausschau halten, die Uhr entweder im Drop kuratieren oder sie euch pre-Drop zur Verfügung stellen. In diesem Fall ist es zum Beispiel so, dass fast 10 Uhren schon vor dem Drop verkauft wurden, die sonst hier eigentlich liegen würden, die aber, weil andere Kunden schon Interesse angemeldet hatten, Suchaufträge gestellt hatten oder zum Beispiel, wie gesagt, fleißig auf Instagram dabei waren und geschaut haben, was ich so immer hochlade in Stories, in Posts und so weiter, sich bei mir gemeldet haben und noch bevor die Uhr online gekommen sind, gesagt haben, hey Simon, ich will diese Uhr und ganz ehrlich, wer bin ich, denen die dann nicht zu verkaufen? Insofern an der Stelle Appell an euch, meldet euch, wenn ihr eine Uhr sucht. Ich kuratiere sie für euch, egal ob sie es in den Drop schafft oder Pre-Drop verkauft wird. Da bin ich immer gerne offen für und ich bin mir sicher, dass man so noch schneller an seine Traumuhr über mich kommt. Das war es jetzt aber wirklich mit diesem ganzen Verkaufsthema. Lass uns weiter über Uhren reden. Das kann ich ja am besten, wie ihr wisst. Und zwar macht es, glaube ich, ganz, ganz viel Sinn, über die Santos-Modelle zu reden, die ich hier ausgewählt habe, weil die ja doch immer so ein bisschen das Herzstück des Ganzen sind. Zu meiner Rechten direkt das erste Modell, eine 2961 im Fullset, in sehr, sehr gutem, aber getragenen Zustand. Die Uhr ist unpoliert, das ist mir immer am wichtigsten, wie ihr wisst, aber sie wurde eben getragen. Nicht schlimm, sie ist nicht verballert, sie hat keine tiefen Macken, aber sie ist eben getragen. Anders, und das ist das Spannende, als die beiden Modelle hier vorne. Wir haben tatsächlich zwei, ich möchte nicht sagen ungetragene, aber nachweislich sehr, sehr wenig getragene Uhren. Die hier vorne ist ganz spannend, das ist eine 2961 mit dem Mark II Band, also ein etwas späteres Modell, wahrscheinlich später 80er, frühe 90er Jahre. Und die Uhr hat eine ganz spannende Provenienz. Und zwar hat der Kunde, der sie mir verkauft hat, die Uhr erst vor 2 Jahren oder 3 Jahren, glaube ich, von einem ehemaligen Cartier-Konzessionär in New Old Stock kaufen dürfen. Dieser Konzessionär hat vor Jahren die Konzession verloren, aber wie das oftmals der Fall ist, hatte noch einige Uhren rumliegen. Und dann hat der Kunde sich da mit denen gut verstanden und dann haben sie ihm entsprechend diese Uhr angeboten. Das heißt, wir haben eine recht späte 2961, die noch vor 2 Jahren wirklich New Old Stock war. Das sieht man. Sie wurde seitdem getragen, sie hat seitdem auch einige wenige Tragespuren bekommen, aber also andere Händler würden die Uhr wahrscheinlich als NOS mit Lagerspuren verkaufen, sagen wir es mal so. Die ist wirklich, wirklich top. Das Gehäuse ist absolut unpoliert, mega scharfe Kanten. Ziffernblatt weist keinerlei Patina auf und einzig an der Lünette sieht man so ein bisschen, dass die Uhr schon getragen wurde. Ganz ehrlich, das war's. Die Lünette ist sogar schon leicht angelaufen. Ein weiterer Beleg dafür, dass die Uhr, ja, unpoliert auf jeden Fall und quasi ungetragen ist. Naja, quasi ungetragen ist sie aber nicht, aber wirklich selten getragen wurde. Ein absolutes Highlight der 2961er auf jeden Fall. Die 2961 daneben, das ist diese hier, hat dann ein früheres Mark 1.1 Band, also wirklich das ganz, ganz frühe, das sozusagen erste Band, nachdem die Prototypenbänder waren und ist in mindestens genauso gutem Zustand. Das muss man schon so sagen. Das Gehäuse ist quasi perfekt. Auch da ist es so, die Uhr ist ganz, ganz leicht getragen, das muss man schon so sagen. Und bei die Lünette, das ist bei Gold leider so, immer so ein paar Microswirls hatte, hat sich der Vorbesitzer dazu entschieden, sie polieren zu lassen. Man sieht, dass kaum Material abgetragen wurde. Die Lünette ist sehr, sehr sauber, sieht sehr, sehr gut aus. Ich finde, es gehört aber dazu, das zu erwähnen, die Lünette hier ist poliert. Aber, und das ist mir immer wichtig, nach Herstellervorgaben bzw. nach Qualitätsvorgaben, da sind die Herstellervorgaben erstmal egal, sondern nach den Vorgaben, wie das passieren muss, es wurde wenig bis gar kein Material abgetragen. Die Lünette hat einfach nur diese Microswirls sozusagen verloren, finde ich persönlich eher sogar schade, aber nun ist das einfach so. Und der Rest der Uhr, also das Gehäuse, das Band ist wirklich perfekt. Ich habe euch aber nicht nur 2961 kuratieren können, also Stahlgoldmodelle, sondern auch 2 Stahlmodelle. Und ich glaube, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, es sind die 2 beliebtesten Stahl-Cartier-Santos-Carré-Modelle, die es momentan auf dem Markt gibt. Hier vorne direkt haben wir die Ghost, the infamous Ghost, die 2960 mit dem Slate Grey Dial. Die Uhr ist ja wirklich gerade Ende letzten Jahres nochmal komplett durch die Decke gegangen. Ich kann mich vor Anfragen nicht mehr retten. Auch diese Uhr wurde unplanmäßig gestern Abend noch verkauft. Bedeutet, es ist wirklich der Wahnsinn, was hier sich teilweise an Aufmerksamkeit auf dieses Modell
geschmissen wurde, was an Kundschaft für dieses Modell nachkam. Ich kann es verstehen, der Look ist wirklich einzigartig. Ich habe gestern in einem Kommentar mal für mich wirklich zusammenfassen können, was ich von dieser Uhr halte. Und zwar ist es so spannend, die 1960 ist ja so schon ein geiles Beispiel für eine industrielle Uhr. Und dieses Slate Grey Dial führt einfach dieses Industrielle nochmal viel weiter. Und dieser monochrome Look wird einfach so stark weitergeführt und wirklich auf die Spitze getrieben, dass es für mich vielleicht die perfekte monochrome Uhr ist. Und das kann sie wirklich, wirklich gut. Ich bin regelmäßig kein Fan von Hypes, das muss ich dazu sagen. Und auch bei dieser ist es ein Hype. Was ich davon halte, naja, aber es ist eine wirklich grandiose Uhr, die mir sehr, sehr gut gefällt. Und ich finde, man kann sie guten Gewissens auch jetzt noch kaufen. An der Stelle muss gesagt sein, natürlich überbieten sich die Händler bei solchen Sachen regelmäßig mit den Preisen. Und also ich habe mir sagen lassen, dass eine Ghost sogar schon für 25.000 US-Dollar verkauft worden sein soll. Das halte ich für zu viel. Also für euch alle vielleicht mal, das ist meiner Meinung nach nicht der Wert dieser Uhr. Die Uhr hat einen hohen intrinsischen Wert. Die Uhr ist sicherlich auch deutlich mehr wert als normales White Dial, allein schon wegen der Seltenheit. Ich meine, wenn man sich überlegt, wie selten man ein gutes, gerade Swiss Only Dial in dieser Uhr findet. Das ist auf jeden Fall ein extremer Aufpreis wert. Aber Preise nördlich der 20.000 Euro oder meinetwegen auch knapp südlich der 20.000 Euro sind meiner Meinung nach einfach nicht gerechtfertigt. Lasst euch also nichts vom Pferd erzählen. Kauft die Uhr, kauft sie auch zu einem fairen Preis, aber lasst euch nicht über den Tisch ziehen. Die andere 2960, die ja gerade auf dem Vormarsch ist und die Ghost fast, möchte ich sagen, zu überholen droht, ist hier vorne das, ich nehme sie mal raus, Burgundy-Modell. Ähnlich selten, ähnlich gefragt. Wo ist der Unterschied? Pretty easy. Sie hat ein Burgundy-Ziffernblatt. Das bedeutet, wir haben dieses dunkelrote, was man ja auch von den Mastercartier Tanks kennt übrigens, Ziffernblatt. Wahnsinnig schön. In dem Fall ist es auch noch perfekt erhalten. Und das ist schon schön. Also es gefällt mir schon sehr, sehr gut. Was ist an der Uhr besonders? Wir haben einen recht guten Zustand, der aber ehrlich gesagt gar nicht unbedingt atemberaubend ist. Also der Zustand ist gut, die Uhr ist aber nicht unpoliert. Die Uhr hatte schon bessere Tage, das muss man schon so ehrlich sagen. Trotzdem ist es eine schöne Uhr, ihr kennt meine Qualitätsansprüche an Cartier-Santos Modelle. Was die Uhr aber sehr, sehr spannend macht, ist die Tatsache, dass aus 2021 noch ein Cartier-Servicebeleg dabei ist. Und auf diesem Cartier-Servicebeleg ist festgehalten, dass die Krone in der Uhr ersetzt werden musste, weil die andere Krone eben defekt war, und zwar durch, Zitat, eine Krone mit rotem Stein. Und das ist der Beleg von Cartier itself, dass diese Uhr auch entsprechend mit rotem Ziffernblatt ausgeliefert wurde. Das ist gerade bei den Swiss Made Dials immer sehr, sehr spannend und die, ja, ich möchte sagen, Authentifizierung für die Uhr, so wie sie ist. Entsprechend ganz, ganz tolle Uhr mit ehrlicher Provenienz in dem Fall. Ich bin sehr froh, sie euch anbieten zu können. Die Anfragen haben sich auch bei der Uhr nach dem Post von vor einigen Tagen wirklich gestapelt, aber noch ist sie auch verfügbar. Ich hoffe, dass das bis zum Drop so bleibt. Bevor wir jetzt zu den Gaibé-Modellen kommen, glaube ich, ist es Zeit, eines der oder sogar zwei der Highlights dieses Drops euch zu präsentieren. Mittlerweile fühlt es sich ja schon fast so an, auch wenn ich die Messlatte nicht so hoch legen möchte, als wäre kein Werner Watches Drop vollwertig ohne eine Or Massiv. Hier ist es. Aber wir haben zwei davon. Und das erfüllt mich ehrlich gesagt schon sehr mit Stolz. Wir haben hier vorne das klassische Modell, die 2960 Or Massiv. Unpolierter, Top-Zustand, wahnsinnig schöne Uhr, tolles Swiss-Only-Dial, also so wie sie zu sein hat. Sie ist getragen, keine Frage. Ich meine, Gold ist ein weiches Material, da geht es auch schneller, dass die Uhr Tragespuren hat, aber sie ist in einem absolut vernünftigen Zustand. Ich habe sie übrigens auch genauso getragen und ja, dass dann noch natürlich die Or Massiv Box dabei ist, also die korrekte Cartier Santos Or Massiv Box, das ist schon ganz besonders. Ich erzähle das ja immer wieder, wie es damals bei den Konzessionären war. Man hat einfach ins Regal gegriffen und irgendeine Box rausgenommen. Und hier jetzt die richtige Or Massiv Box, die richtige Santos Or Massiv Box dazu zu haben, das ist der absolute Hammer und ich bin wahnsinnig stolz, euch wieder eine präsentieren zu können. Aber wie gesagt, eben nicht nur eine, sondern zwei. Denn ja, auch die Octagon ist eine Or Massiv. Und vielleicht sogar die, ich möchte nicht sagen bessere, aber die spannendere. Ich votiere ja immer wieder für die Octagon. Die Santos Octagon in all ihren Varianten ist so ein spannendes Modell, was all die Varianten, all die Variationen der normalen 2960-61er auch hat, aber besseren Bang per Buck bietet.
vielleicht sogar die tragbarere Uhr ist, je nach Geschmack natürlich. Also gerade für eine Dame ist zum Beispiel die Herrenvariante sehr, sehr tragbar. Und die für mich einfach nicht so bekannt ist. Also die 1960-61er sieht man ja mittlerweile oft. Klar, das Interesse des letzten Jahres in erster Linie hat dafür gesorgt, dass viele, viele Sammler, Händler mittlerweile 2960 und 61er haben. Die Octagon hingegen, da trauen sich die Leute irgendwie nicht so ran. Die sind noch vorsichtig und da sind noch Vorbehalte. Und das finde ich so spannend. Sie ist seltener, sie ist, man sieht sie weniger, sie ist nicht mehr beliebt, aber sie sollte es vielleicht sogar sein, ob ihrer Seltenheit. Und da ein perfektes, unpoliertes 2965 Cartier Santos Or Massif Octagon Modell kuratiert zu haben, macht mich schon sehr, sehr stolz. Auch hier gilt, genau wie bei der, unpolierter Top-Zustand, also wirklich 1A, noch besser als hier, muss ich sagen. Tolles Band in richtig, richtig schönem Zustand. Die Bürstung ist noch aktiv, also nicht mal abgetragen, wie man das von Gold oft kennt. Und auch hier einen Swiss-Only-Dial in perfektem Zustand. Bevor ich euch jetzt was über die Galbes erzähle, die ich in diesem Drop habe, möchte ich euch noch eine weitere Octagon zeigen, und zwar eine, die mich nicht weniger stolz macht. Ich habe, und ich bin immer vorsichtig mit dem Begriff, es tatsächlich geschafft, ein New Old Stock Modell kuratieren zu dürfen. Was heißt New Old Stock in dem Zusammenhang? Neues, altes Inventar, das heißt, die Uhr ist tatsächlich ungetragen und neuwertig. In dem Fall ist wichtig zu erwähnen, es ist New Old Stock mit Lagerspuren. Das ist auch quasi nicht zu verhindern, denn wenn so eine Uhr, ich meine, die Uhr wird jetzt ungefähr 30 Jahre alt sein, 30, 35 Jahre lang in einem Juweliers, Schaufenster, Tresor, Auslage ist, dann wird die natürlich mal von einem Kunden angesehen. Dann wechselt die mal von der einen Schublade zur anderen im Tresor. Da werden zwangsweise Lagerspuren auf die Uhr kommen. Dass das nicht der Fall ist, ist wirklich ganz, ganz selten. Das ist dann eher bei so Double Sealed oder generell Sealed Uhren, regelmäßig dann irgendwie bei Patek und Co. Das ist hier nicht der Fall. Die Uhr hat leichte Lagerspuren, aber sie ist wirklich New Old Stock. Kein Kratzerchen, das von Tragespuren zeugt. Keine Politur. Die Uhr hat noch nie einen Ärmel gesehen. So scharf ist die Lünette, so scharf ist das Band, so scharf sind die Kanten. Und der ja, ultimative Beleg dafür ist dann das Band und die Lünette, wo man vor allem auf den Schrauben des Bandes, die sind dann ja gold, ähnlich wie die Lünette, dieses Angelaufene sieht. Also die Lünette ist nicht mehr gelb, die ist richtig bräunlich geworden. Leider wenig blau, aber wirklich so ein tiefer Braunton. Und der hat dafür gesorgt, dass die Uhr eben dieses New Old Stock, diesen New Old Stock Charme eher versprüht. Außerdem ist in der Uhr die rote Tinte hinten im Deckel noch vollumfänglich sichtbar, klar, New Old Stock. Das bedeutet, die Numerals und die Schriftzüge sind noch voll mit dieser roten Tinte, ganz leslich, ganz stark, nichts rausgebröckelt. Und natürlich kommt die Uhr, wie ihr sehen könnt, mit einer Box, die gefühlt auch noch nie irgendwie bewegt wurde, dem richtigen Hangtag und den richtigen Booklets. Die originalen Papiere sind leider nicht dabei, das ist bei New Old Stock Uhren leider oft der Fall. So, jetzt aber erstmal genug mit den ganzen Highlights, sonst habe ich am Ende keine mehr für euch. Ihr sollt ja auch dranbleiben, um alles zu sehen. Hier vorne haben wir eine wunderschöne 2319 Galbe. Ihr kennt das Modell mittlerweile. Es ist das klassische Automatik Galbe Modell, in diesem Fall in Stahlgold mit römischen aufgemalten, nicht aufgesetzten Indizes, meiner Einschätzung nach seltener, und im Fullset. Wir haben quasi ein perfektes Gehäuse. Ich möchte an der Stelle nicht von New Old Stock reden. Es hat sicherlich schon mal den ein oder anderen Tag am Handgelenk verbracht, aber wenig. Nicht zuletzt sieht man das daran, dass auch der Deckel noch verklebt ist. Bei Cartier war damals immer nur der Deckel verklebt. Das heißt, theoretisch könnte man sagen, die Uhr sei voll verklebt. Ist ein bisschen Quatsch, aber ihr versteht, was ich meine. Wie gesagt, Full Set, Top Condition. Das Ziffernblatt hat leichte Patina angesetzt. Mir gefällt es eigentlich sogar ganz gut, aber das ist natürlich immer subjektiv. Eine weitere Galbe aus dieser Riege haben wir hier vorne. Damit meine ich eine ähnlich junge Galbe, auch schon mit dem Mark II Galbe-Band, also mit der Butterfly-Faltschließe. Wie gesagt, Referenz 1564, das ist das klassische Quarzmodell im Stahl mit klassischem White Dial Full Set. Top Condition, auch hier wirklich unpolierter Zustand. Sie wurde getragen, da bin ich mir sicher, aber auch hier recht wenig. Ich komme mir immer ein bisschen blöd vor, wenn ich euch erzähle, wie wenig diese ganzen Uhren getragen wurden, aber wenn es nun mal die Wahrheit ist, naja, da muss ich es halt auch so sagen. Und von diesen jüngeren Galbe-Modellen, also der 1564, dann gibt es ja auch noch immer die 66 oder der 2319, gehen wir jetzt mal zu den älteren Galbe-Modellen, weil es gibt ja auch noch eine Generation davor. Und da fange ich hier zu meiner Rechten an, da haben wir nämlich eine 187901, das ist die Stahlgold-Referenz der frühen Quarz-Galbes. Und diese hier habe ich
eigentlich ganz unvernünftig gekauft. Ich habe auch zu viel gezahlt und die hätte wahrscheinlich niemand anderes gekauft, weil die Uhr wirklich starke Patina hat. Die Uhr ist selten getragen, don't get me wrong. Sie ist auch unpoliert, garantiert. Aber sie hat ganz, ganz starke Patina angesetzt. Das Ziffernblatt, ein üblicherweise Cream Dial, also wirklich helles Ziffernblatt, ist wahnsinnig tiefbraun geworden. Also es wirkt wirklich so, ja, so kastanienbraun nicht, aber so Walnussfarben. Also wirklich ein schönes, tiefes Braun. Das Gold ist angelaufen, also die Schrauben sind wirklich dunkelrot, blau, alles Mögliche. Und auch die Lunette ist schon angelaufen. Wie gesagt, ist halt starke Patina, muss man mögen. Mir hat es so gut gefallen, dass ich gesagt habe, auch wenn es unwirtschaftlich sein sollte, muss ich diese Uhr kaufen, weil ich finde, es ist doch genau diese Patina, die solche Modelle oftmals ausmacht. Und wenn man dann ein Modell hat, das offensichtlich wenig getragen wurde, was früher mal getragen wurde, das ist für mich wirklich der Archetyp. Die Uhr wurde gekauft, ein Jahr lang getragen und dann weggelegt. Dann ist die Geschichte, also dann sind die Tragespuren, dann ist auch danach die Patina Teil der Geschichte, Teil der Provenienz und es gefällt mir so, so gut, dass ich sie, auch wenn es vielleicht, wie gesagt, unwirtschaftlich ist, einfach kaufen musste. Das gleiche Modell oder zumindest die gleiche Referenz haben wir auch hier links nochmal, in dem Fall aber mit etwas klarerer Provenienz und zwar aus deutschem Erstbesitz. Ich durfte die Uhr direkt von der Erstbesitzerin kaufen. Wir haben eine quasi ungetragene 187901 im Fullset. Die Erstbesitzerin hat mir noch kurz mal die Geschichte zu der Uhr erzählt. Sie hat sie sich damals als wirklich Luxusgegenstand gegönnt und wollte sich eben jetzt von der Uhr trennen. Entsprechend wenig wurde sie natürlich auch getragen, weil wenn du so eine Uhr als so einen Luxusgegenstand zelebrierst, dann bist du umso vorsichtiger. Das sieht man und die Tatsache, dass da natürlich Box und Papiere aufgehoben wurden, ist ein weiteres Indiz für, weil klar, oftmals gehen diese Teile verloren, aber wenn man die Uhr wirklich worshipped und wirklich für das schätzt, was sie ist und auch als Luxusprodukt behandelt, dann behält man eben auch die Papiere dazu, dann behält man die Box dazu und man behält die Uhr in so einem guten Zustand. Sie hebt sich, finde ich, auch von anderen 187-Modellen dadurch ab, weil gerade die 187er als Quarzmodell natürlich schon oft gerockt wurde. Ich habe da ja in einem anderen Video mal drüber geredet, das waren ja schon Trageuhren, es waren Luxusuhren, aber es waren eben Einsteiger-Luxusuhren, anders als heute. Also Cartier ist heute ja wirklich eine High-End-Luxusmarke. Selbst im Einstiegspreisbereich reden wir von Uhren, die 4.000, 5.000, 6.000 Euro kosten. Das war damals ein bisschen anders. Klar, die Uhren waren sehr, sehr teuer, aber inflationsbereinigt hat sich das ein bisschen anders angefühlt, sage ich mal. So wird mir zumindest berichtet. Nicht, dass ich das damals miterlebt hätte, aber so höre ich das immer. Und deswegen wurden ganz, ganz viele von diesen Modellen, obwohl es denn Luxusprodukte waren, schon stark getragen. Hier sieht man vielleicht, zumindest wenn man mal die Provenienz versucht nachzuvollziehen, wie die Uhr im ersten Jahr getragen wurde. Und hier sieht man eben, dass das nicht der Fall war. Und das hebt die Uhr schon sehr ab, muss man sagen. Last but not least habe ich mir noch einen Cartier-Highlight für euch aufgehoben. Ich will ja, dass ihr auch am Ende des Videos noch geilen Content bekommt und zwar noch eine Santos Dumont. Ich hatte eben schon bei der ETA-Variante über die extra platt geredet und hier ist sie. Es ist nicht das CPCP-Modell, wie ich es in einem der letzten Drops hatte, sondern es ist das Pre-CPCP-Modell, aber nicht, also eigentlich das ganz frühe, das Urmodell der Dumont extra platt. Es gab ja zwischen der CPCP und diesem Modell noch diese Pre-CPCP mit dem Guilloche-Blatt, aber eben nicht als CPCP-Variante. Hier haben wir jetzt ja wirklich das Urmodell, die Paris-Style-Variante, ein ganz klassisches weißes Ziffernblatt in wirklich tadellosem Zustand mit Paris-Signing bei der 6 Uhr Position. Unfassbar guter Zustand, definitiv unpoliert und super selten getragene Uhr. Auch hier wieder ein ganz spannender Beleg dafür, ein ganz spannendes Indiz dafür. Und zwar das originale rot-burgundifarbene Alligatorlederband, was bei vielen der Cartiers aus den gerade späten 70er Jahren immer dabei war. Das Band ist auch quasi nicht getragen und ich finde, das ist immer ein ganz geiles Indiz, um zu sehen, wie viel oder wenig wurde die Uhr getragen. Das heißt, wenn das Band so gut noch aussieht und dieses Band wurde eben nur in der Zeit verkauft, das ist sicher kein Serviceband, dann muss die Uhr entsprechend auch so aussehen und das ist der Fall. Sie ist unpoliert, sie ist in sehr, sehr gutem Zustand und ich kenne nur ganz, ganz wenige Paris-Style Ultra-Film, also extra platt Dumont-Modelle in dem Zustand. Das muss man einfach mal so sagen. Mein guter Freund Time by Ruff hat eins, was sogar noch ein ganzes Stück besser ist, weil es halt wirklich perfekt und quasi ungetragen ist. Diese hier kratzt schon fast an der. Also wirklich top, top, top Condition. Und ich bin ganz, ganz stolz, dass ich euch die so präsentieren darf. Jetzt war es das mit den Cartier-Modellen. Aber wartet, zwei Nicht-Cartier-Modelle haben es auch in den Drop geschafft. Wahnsinn, knapp 10% der Uhren sind nicht von Cartier, hätte ich mir kaum träumen lassen. Und zwar haben wir hier zu meiner Linken eine Uhr, die mir erstaunlich gut gefällt. Und zwar eine
31 mm Rolex Datejust. Relativ spannendes Modell deswegen, weil sie das sogenannte Jubilee-Blatt hat. Das heißt, das Ziffernblatt mit diesen kleinen Rolex-Zeichen, die da eingestanzt sind, vermute ich mal, ist es. Sehr, sehr schöne Uhr. Ich finde lustigerweise, dass sich 31 auch als Herr sehr gut tragen lässt. Also ich habe die ein, zwei Tage getragen, als sie ankam und fand sie ziemlich schön. Ich unterstelle aber mal, dass es sich diese Uhr eher an meine weibliche Zuschauerschaft richtet oder an die Herren, die ihren Frauen mal was Gutes tun wollen. Die Uhr kommt sogar im Fullset, das finde ich ganz, ganz schön. Ist Stahlgold und ja, mehr lässt sich zu der Uhr eigentlich gar nicht sagen. Zur nächsten und damit letzten Uhr aus diesem Drop lässt sich aber einiges sagen. Und zwar haben wir eine Royal Oak. Wir hatten ganz, ganz lange keine Royal Oak mehr. Das letzte Mal vor fast einem Jahr, ich glaube, es muss im März 23 gewesen sein, da war es ein neues Modell, denn ja, auch ich verkaufe ab und an mal neue Uhren. In diesem Fall ist es das nicht. Wir haben die 36er Variante der Royal Oak in Stahlgold als, oje, Quarz. Finde ich persönlich aber sehr, sehr geil. Ich erkläre euch auch wieso. Es gibt für mich Uhren, die kauft man wegen des Werkes oder wegen dem horologischen Erbe der Marke oder des Modells. Solche Uhren sind regelmäßig dann von Patek, das sind dann Chronographen oder irgendwas in die Richtung. Es gibt aber auf der anderen Seite, und ich meine, mit Cartier tendiere ich natürlich ganz stark dorthin, auch Uhren, die kauft man gar nicht wegen der uhrmacherischen Qualität. Die kauft man, weil das Design etwas verändert hat, weil das Design irgendwie groundbreaking war. Und welches Design war denn disruptiver als das Design der Royal Oak? Wir hatten gerade das 50-jährige Jubiläum. Welches Design ist denn besonderer, hat denn mehr die Industrie verändert als das der Royal Oak? Naja, wahrscheinlich wenige. Und da finde ich, ist die Royal Oak doch ein Modell, wo man sich auch mal selbst gegenüber ehrlich sagen muss, die kauft man wegen des Designs. Die kauft man, weil das Design so viel verändert hat und nicht, weil die so ein tolles Kaliber hat. Ich meine, klar, in den Automatik Royal Oak sind teilweise tolle Kaliber drin. Man darf aber auch nicht vergessen, dass die bis vor 20 Jahren ja nicht mal von Audemars Piguet kamen. Und wenn du ein ach so tolles Audemars Piguet Kaliber willst, dann kaufst du dir eine Dresswatch von Audemars Piguet, wo im Zweifel viel bessere Kaliber drin sind, viel kompliziertere Kaliber drin sind, die aber deutlich weniger kosten. Aber nein, die Leute wollen die Royal Oak, weil sie so ein disruptives Design war, weil sie eben groundbreaking war. Und dann finde ich, ist es relativ gleich, ob es jetzt ein Quarzmodell ist oder ein Automatikmodell. Dann ist das Schöne an Quarzmodell, aber du kriegst das gleiche Design, du kriegst ein flacheres Gehäuse für deutlich weniger Geld. Also ich meine, diese Uhr hier beispielsweise ist gerade mal ganz knapp fünfstellig. Gemessen an den Automatikmodellen ist das ja eigentlich ein Witz, vor allem für ein 36mm Modell. Und wenn man sich das überlegt und in Kontext setzt zu den, wie gesagt, Automatikmodellen, zu anderen Modellen, die vielleicht ähnlich relevant sind, was das Design angeht, zum Beispiel in der Nautilus, dann finde ich, hat die 36er Quartz Royal Oak, ähnlich auch die 33er, für die breche ich ja auch immer eine Lanze, eine echte Daseinsberechtigung. Die Uhr ist auch eines der Highlights aus diesem Drop und ich bin ganz, ganz stolz, sie euch zeigen zu dürfen. Bei der wünsche ich mir wirklich, dass sie ganz, ganz schnell weggeht, weil die Uhr, da stehe ich persönlich für. Ihr Lieben, in erster Linie vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, das Video bis hierhin zu schauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, dass die Auswahl an Uhren, die ich euch hier auf YouTube präsentieren und dann im Nachgang sozusagen zum Verkauf anbieten durfte, euch gefallen hat. Ich bin sehr, sehr stolz auf die Auswahl. Ich sag ja immer wieder, oh, das ist der beste Drop aller Zeiten. Das klingt mittlerweile so repetitiv, aber es ist tatsächlich so gemeint, auch in diesem Fall hier. Ich habe bis jetzt noch nie so eine besondere Auswahl an Uhren kuratieren dürfen. Ich habe noch nie so eine besondere Auswahl an Uhren selbst auf dem Tisch verteilen dürfen und ich bin stolz auf mich. Ich bin stolz auf das Team, was dahinter steht. In erster Linie meinen Videografen, meinen Fotografen, die Uhrmacher, die mit mir zusammenarbeiten und all die Leute in meinem Netzwerk, die mir dabei helfen, diese Uhren ankaufen zu dürfen. Und ich freue mich auf euer Feedback, sowohl unter dem Video als auch auf Instagram, vielleicht persönlich oder wie auch immer. Ich kann es kaum abwarten. Ich wünsche euch bis dahin noch eine gute Zeit. Liken und abonnieren natürlich nicht vergessen, gehört ja auch dazu. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.